Armut in Deutschland stieg 2013 sprunghaft. Um gleich 0,5 Prozentpunkte von 15 auf 15,5%. Das heißt, 12,5 Millionen Menschen müssen in Deutschland mittlerweile zu den Armen gezählt werden. Das ist, was Armut anbelangt, ein neuer Höchststand in der Bundesrepublik Deutschland. Die aktuellen Daten lassen darüber hinaus, und das war im letzten Jahr noch nicht so deutlich, einen klaren Trend erkennen, dass nämlich die Armut seit 2006 mehr oder weniger kontinuierlich zunimmt, ein gefährlicher, nach oben weisender Trend. Damit ist übrigens auch die noch im letzten Armutsbericht der Bundesregierung getätigte Behauptung, die Schere schließe sich wieder, die Armut bleibe konstant, eindeutig und klar widerlegt. Es ist jetzt schon klipp und klar, spätestens in diesem Jahr, 2015, wird die Armutsquote bei Rentnerinnen und Rentnern überdurchschnittlich sein, nicht mehr unterdurchschnittlich. Erstmalig überdurchschnittlich, es bleibt zu hoffen, dass dann auch die Politik, was das Problem der Altersarmut anbelangt und der Lawine, die da auf uns zukommt, endlich aufwacht. Ein Wort zur politischen Bewertung dieser Befunde. Die Armut in Deutschland, das zeigt unser Bericht, ist hausgemacht. Wir haben es mit einer vollständigen Entkopplung von wirtschaftlicher Entwicklung und Armutsentwicklung zu tun. Wir haben einen zunehmenden gesellschaftlichen Reichtum in den letzten Jahren zu verzeichnen. Wir haben abnehmende Arbeitslosenquoten, aber gleichzeitig zunehmende Armut. Mit anderen Worten, die Armut in Deutschland ist weniger ein wirtschaftliches Problem als vielmehr ein Resultat politischer Unterlassungen. Das muss ganz deutlich gesagt werden. Wir hätten die Möglichkeit, diese Armut zu bekämpfen als fünftreichstes Land auf dieser Welt, aber offensichtlich haben wir extreme Verteilungsprobleme bei zunehmendem Wohlstand. Was müssen wir tun? Für uns sind einige Maßnahmen unabdingbar und sofort einzuleiten. Erstens, wir müssen was für die Langzeitarbeitslosen und ihre Familien tun. Das heißt, eine deutliche Erhöhung der Regelsätze von derzeit 399 auf nach unseren Berechnungen 485 Euro. Wir brauchen darüber hinaus einen massiven Ausbau öffentlich geförderter Beschäftigung für diejenigen Langzeitarbeitslosen, die offensichtlich auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht mehr ohne weiteres zu vermitteln sind. Und wir brauchen ein Mindestarbeitslosengeld I über Hartz-IV-Niveau, damit diejenigen, die eingezahlt haben in die Arbeitslosenversicherung im Falle der Arbeitslosigkeit, nicht sofort in Hartz IV fallen. Das ist für uns eine Frage der Gerechtigkeit. Wir müssen weiterhin etwas tun für große Familien und Alleinerziehende. Das zeigt dieser Bericht ganz deutlich. Das heißt, wir müssen den Familienlastenausgleich vom Kopf auf die Füße stellen. Der, der am wenigsten hat, braucht die größte Unterstützung und nicht umgekehrt, wie es derzeit ist. Und wir brauchen wirklich einen Masterplan, der steht in Deutschland noch aus, für alleinerziehende Frauen mit ihren Kindern, um diese aus der Armut rauszuholen.